Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wo bist du? Da rauf. Ja, links. Links. Juhu. Vor dir? Okay. Das ist schon wieder H2U-mäßig Kacke. Und zurück? Ich versuche jetzt hier die Ecke. Ja. Sieht zumindest aus, als ob ich hier nach oben gehe. Ja, eigentlich schon. Riesen-Facehager. Könnte wohl sein, dass ich mich jetzt verdingst habe. Hier jetzt hoch. Jetzt hier. Ja. Alter. Sind wir überhaupt noch wieder da, wo wir... Ich habe keine Ahnung. Sollen wir es mal hier oben probieren? Also ich habe jetzt meine letzten Knollenfrüchte auch gegessen. Und essenstechnisch ist das... Ich bin halt, wenn, dann würde ich eh, glaube ich, drauf gehen. Ich glaube nicht, dass ich es bis zu Hause schaffe. Wir haben mal unsere Base ein bisschen weiter gebaut. Geiler wohl. Jo. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Wenn wir nicht irgendwo unterirdisch das finden, wo es hier einen Ausgang gibt. Ich habe übrigens noch 41% Energielampe. Okay, Schlampe. Gibt es keinen Ausgang weiter? Doch, da hinten. Ah, sorry, Quatsch. Da hinten? Okay. Ja, hier jetzt raus. Puh. Juhu, danke, Jocke. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt 10 Fäser. Da bist du angekommen, glaube ich. Eventuell. Genau, was wir in Knollenfrüchten kriegen. Ja. Oh, dann steht ja. Unmittelbar vor. Ja, super. Ich versuch's ja schon. Oh, das tut gut. Oben. Sehr schön. Komisch. Das ist ja hier alles komisch. War hier nicht dann das Alien-Raumschiff? Genau, da ist das Alien-Raumschiff. Warte mal, ich habe jetzt diese vier... Facehager. Okay. Ich laufe da jetzt nochmal hin. Ich habe jetzt da diese vier Dinger. Die vier Platten. Schauen wir mal, ob ich jetzt die einsetzen kann oder so und da irgendwie Infos kriege. Warte wieder auf dich. Ja, jo. Wird das halt hier schon unter Wasser creepy? Ne, Daten herunterladen, ne, da tut sich sonst nichts. Okay, mir ruht's wieder. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich habe diesen Würfel und den müssten wir auf jeden Fall wo einsetzen. Das war irgendwo auf der Insel. Ob es halt hier auch unter Wasser sein kann. Nee, komm mal mit. Hier so vor der Küste liegen. Komm mal mit. Wenn ich jetzt hier so unter Wasser kicke. Ja. Hier könnte vielleicht noch auch was sein, eingangstechnisch. Ja, stimmt. Aber was hier so abgeht. Was haben wir denn hier noch für einen Klumpen? Blei. Zum Abbau ist eine spezielle Ausrüstung. Okay. Verstehe ich. Okay, verstehe ich. Genau, das sind diese Klumpen da, genau. So viel ich habe einen Blei gefunden. So fies Klumpen. Es war in einem Sandsteinblock. Oder so in so einem Sandsteinrocken war es drin. Alter, die Geräusche. Kennst du den hier schon? Mal, den und den Warper? Was ist das für ein Riesenvieh? Weiß ich nicht, ich habe nur irgendwas gehört. Warper? Junge, okay, ich bin weg hier. Wo bist du? Oh, am Land wieder. Okay. Achso, ich sehe ihn da unten, naja. Hast du den Warper gesehen? Ich sehe ihn hier stehen. Ja, er hat aber nichts gemacht.
Er kommt durch nicht weiter, ist halt die Frage. Ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt attackieren. Ich möchte eigentlich endlich mal den scheiß Würfel einsetzen. Juhu. Okay, ich gehe jetzt da zurück und setze den scheiß Würfel ein. Schnauze voll. Muss nur noch wissen, wo. Jog. Jog, Siffert. Da vielleicht? Warte mal, ich würde mir ja noch mal ein bisschen Knollenfrüchte wenden. Eine Batterie hast du ja nicht zufällig, wa? Nee. Du hast Ideen. Ja, sein könnte, dass du in Kisten was gefunden hast. Hast du gerade deinen Segleiter? Ja, ich habe keinen Platz. Ja, dann kannst du bei mir gerade rausgepuzzelt, ist deswegen. Oh Gott, jetzt habe ich gerade eine Knollenfrucht fallen. Mir wieder meine Knolle. Wo war denn das? Ich habe noch 34%. Was? Der Höhleneingang habe ich jetzt gerade. Was hast du, 34%? Die Lampe. Achso. Ich hab noch Diamant eingesammelt. Okay, warte, ich komm. Nochmal Lithium. Ich würde deswegen ungern drauf gehen. Und wenn ich das jetzt verliere, ist natürlich auch scheiße. Wenn du den einen Höhleneingang hast. Ja, ich komm schon. Guck. Ich weiß nicht, ob es der war. Sein Mauken. Da gibt es noch genug hier Schiefer, Aufschluss und so. Ich habe halt null Platz. Okay. Ich hab, da wäre wieder halt Lithium. Noch, ja. Ist halt scheiße, wenn wir jetzt drauf gehen und dann hier wieder tatsächlich verlieren. Das ist halt die Sache. Hey, Wasser! Ja, hier sind wir jetzt nun hergekommen. Von da sind wir gekommen? Ja, das ist jetzt hier das Tier, das Unterirdische. Okay. Ich weiß halt nicht, wo das hinführt. Das ist halt, wenn ich halt nur Orientierungssinn hätte. Wenn wir Pech haben, landen wir dann halt da vorne, wo halt der Warballer gerade steht und sagen, hallo, ja, wo kommt ihr denn her? Wollt ihr ein bisschen Spaß haben? Ist das sicher die Höhle, wo wir gerade herkamen? Ja, wir sind doch hier runtergeflogen, von da. Okay. Hier rein geplatscht und haben uns jetzt hier drin ausgetobt, aber wir wissen ja nicht so richtig, wohin hier. Ja. Da gegenüber waren wir da schon. Das, da kommen wir gerade her. Das ist der Ausgang. Also. Wer gibt's hier? Ne, es gibt die Höhle hier und den Ausgang dann. Und halt das nach unten durchgeschwimme, aber wo wir da hinkommen. Deine Entscheidung jetzt. Du hast es gefunden. Ja, und wieder verloren. Du hast es gefunden und verloren. Oh Gott, da ist so eine heiße Strömung, Alter, in der Höhle. Das ist eine Schnecke. Au. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Wo bist du denn? Du bist 700. Kommst du jetzt auch noch zu uns? Nö, nee, eigentlich nicht. Okay. Hm. Hm. Da hinten seid ihr. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Material sammeln. Ursprünglich war ich unterwegs wegen dem Blasenfischen, dann war ich unterwegs, weil ich jetzt einmal so einen komischen Stein gefunden habe, den ich aufgemacht habe. Da war dann Blei drin und dann hat es mich weitergetrieben. Ich schwimme doch mal entlang, Jockel. So gerne an Orientierung sehen. Das Leben wäre so viel einfacher. Okay, Facehugger. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Siehst du mich? Okay. Der mit dem Facehugger fickt. Da wieder 10.000 Lithium.
Noch hätte ich Platz. Hm. Wie nur die langsam die Taschenlampe dann aus? Ja. Kannst du mal kurz nach hinten leuchten da? Okay. Okay. Dachte, das sind 1000 Facehack. Ist nur Lithium. Jetzt müsste jetzt so ein stationäres Ding haben. Warte mal, hier ist ein Facehacker vor mir. Okay. Das ist scheiße, dass ich jetzt denn nicht gleichzeitig das Licht anhaben kann und wenn ich jetzt ausmache, Segen halt. Ja, oder einfach weiterlaufen. Ich bin gerade wieder draußen. Da wäre wieder eine Knollenfrucht übrigens. Kann man es wieder hochheilen. Warte, ich komm mal. Ja, genau da. Genau. Juhu. Ja, ich nehme halt immer noch ein paar Dinger hier. Gold. Gold! Nein, mein Inventar ist voll. Warte, ich muss was essen. Roll nicht weg! Goldstück bleibt hier. Salzablagerungen. Haben wir auch schon. Damit kannst du zum Beispiel gepökelt, also Fisch einlegen, damit das länger hält. Oh, okay. Oh scheiße, das verrottet ja schon, das Knollendings. Deswegen bringt das mir keine Energie mehr. Okay. Zum Glück gibt es da immer genug. Farming alien plants is a proven survival strategy. Ja, einfach einen Planeten ausrotten. Deswegen will der Mensch ja auf dem Mars und ähnliches. Das ist die beste Strategie. Okay, da geht's weiter. Kommst du, Jacke? Ich hab nur mal wieder noch ein bisschen. Da gibt's wieder Knollenbäume, wenn du noch was brauchst. Mir macht eher die Taschenlampe Sorgen. 17%. Boom. Geht's auch noch irgendwo hin? Hier waren wir doch gerade. Waren wir da gerade? Das war nur ein anderer. Naja, das war nur ein anderer Weg. Da war aber noch eine andere Abzweigung irgendwo. Hier noch irgendwo lang? Jetzt noch höher. Ah, okay, das war vielleicht auch die Höhle, wo ich mich 10 Millionen mal verlaufen habe. Ja. Hier geht's noch wieder höher. Aha. Hör mal irgendwas piepen hier. Hier ist ein Fisch? Ah, da war ich da. Da habe ich den weggehauen. Okay. Ich habe Boomerang ausgelegt. Auch nicht schlecht. Aber, Shit. Wie geht's halt? Die Taschenlampe aus. Geht da nicht. Da nicht. Oben? Da leuchtet was? Lithium. Hier, ich weiß halt nicht, was das hier ist. Kannst nichts kennen. Ne, hier lang. Der Alienwürfel, oder? Achso, ja, das da. Danke. Danke. Okay, so. Ionenwürfel einsetzen. Und? Jetzt kommt hier irgendein Alien, Alter. Geht. Zugschau mal das Messer. Das ist eher nicht für ihn, aber fuck, hier lang hier. Ist da was?
Hier ist gerade irgendwas lang geflogen. Okay. Eine Fledermaus oder ähnliches. Musst du weiter? Okay. Weiß ich nicht. Ich kann jetzt nur sagen, dass. Gut, ich habe jetzt den Würfel halt eingesetzt und es ist nichts passiert. Aber vielleicht ist jetzt in dem. Da, wo wir gerade herkommen, was passiert. Das könnte. Wir müssten nur wieder hinfinden. Wir müssen mal wieder zurück. Ja. Wir müssen jetzt am besten raus hier. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ich bin noch bei 3%. Ja. Kannst du die Bodenplatte dann noch scannen? Oder passiert da nichts mehr bei dir? Ja. Ich hatte es nämlich schon gescannt. Nee. Okay. Schaut aber krass aus, ne? Wie so Stargate. Jockel, ich lege in den hinteren Spind, lege ich vier Blei rein, ne? Geil. Ich kann jetzt gleich nichts mehr hier mit dem Licht anfangen. Ja. Hier geht's runter und hier geht's unter. Oh Gott. Es ist eh dunkel. Okay, wir sind draußen. Sollen wir da runterspringen einfach? Also versuchen, sanft runter zu gleiten? Ich glaube, das endet eher tödlich, wenn wir Pech wie wir haben. Hier geht's eher noch höher als. Frag mich eher. Okay, meine Lampe ist kaputt. Jetzt bin ich blind. Okay, nee, könnte noch mit dem. Ja, die Energie nutzen von meinem. Bist du da oben irgendwo? Okay. Hier bin ich hoch, ja. Ich weiß, dass das halt ziemlich ebenerdig war. Dann müssten wir theoretisch da nur runterspringen und dann. Wir könnten ja ins Wasser jumpen, oder? Macht uns ja keinen Fallschaden. Nee, Wasser nicht, aber. Ja. Wenn du das Wasser triffst, ist alles gut. Da runterspringen und dann nach rechts schwimmen, oder? Schwimmen müssten wir, glaube ich, eher in die Richtung, wenn du wieder zu dem Dings willst. Echt? Okay. Dem Alien-Tiftet ja, ist da. Okay, ja, ich vertraue dir einfach mal. Ich hätte es jetzt gesagt. Ich bin mir natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, aber. Muss probieren? Willst du wirklich runterspringen? Ich werde jetzt den Weg hier runterjagen. Ja, hier, guck mal, hier ist machen, das. Hier sind, siehst du ja schon die Alien-Bauweise. Sind immer 10, okay, ja. Ich möchte in keine Höhle mehr laufen. Überlebt man das? Ich bin im Wasser gelandet. Okay, gut. Ich auch. Alter, ist das hier eine Tortur. Eine Tourette? Tourette de Mar. Okay, du kannst da oben lang. Okay, da ist vorher auch nichts gegangen. Ich glaube, da brauchen wir es gar nicht probieren, oder? Also da tut sich jetzt was. Ja, wenn dann höchstens eher unten hier. Ja, ich glaube auch. Der Eingang vielleicht. Ist aber immer noch bei mir irgendwas grün schimmernd davor, oder? Ja. Ja. Au. Aua. Kommst du rein? Hier ist es immer noch grün? Nee. Okay. Wahrscheinlich muss das jeder für sich selbst machen. Ich probiere es einfach mal, ob sich jetzt was tut, jetzt wo wir den Würfel eingesetzt haben. Ob ich jetzt die Daten runterladen kann. Achtung! Nein. Ja, meine Güte, Alter. Ha, hängt der Futzarsch. Wahrscheinlich brauchen wir 5 von den... passiert gar nichts. ...von den scheiß Schriftrollen. Auf jeden Fall ist es von uns aus gesehen links von dem Raumschiff entlang. Wenn man das hier wiederfinden will. Also hier findet man auf jeden Fall... Lithium. 1000 Meter Lithium. Gold. Diamant. Und Diamanten. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ist jetzt auf was machen? Oh, ach du Scheiße, da gibt's ja noch mal ein paar Würfel, okay. Hast du es aufbekommen? Bekannte Schema der Vollstreckungsplattform, Daten-Download.
steht bei mir. Ich schwimme da gerade entlang einen Gang mit Rappers oder Rapper, wie die da unten heißen. Ich bin gerade einen Fahrstuhl runtergefahren hier. Ach du Scheiße. Jetzt stehe ich vor einem Feld. Kann ich eine Tafel einsetzen? Allein gestellt. Möchte ich dir jetzt so sagen. Kraftfeldsteuerung? Also ich habe zumindest Dingens hier jetzt. Energie. Luft, Dings. Tafel einsetzen, ja. Vielleicht tut sich ja gleich was. Vielleicht öffnet sich gleich was bei dir. Ich glaube eher, dass der Twin selber da irgendwie oder ich bin zur falschen Zeit denn da gewesen. Ich nicht rechtzeitig hier war. Wie gesagt, das ist halt, glaube ich, das kannst du halt nicht takten mit dem Multiplayer, der eigentlich nur ein Singleplayer-Spiel ist. Dass da jeder da. Dass hier dann das Tor für jeden offen ist. Da ist jedenfalls eine Riesenhalle. Soll ich eine Bildschirmübertragung machen oder so? Nö. Ich warte. Dass hier. Ihr das auch seht. Sieht halt aus wie bei dem Borg. Okay. Hält schon wieder dunkel? Oder verdunkelt sich noch die Sonne? Oh. Nee, wieder. Night out of the dark. Ich würde da wahrscheinlich eh nicht mehr rauskommen gerade. Wenn du Fahrstuhl runtergefahren bist und wenn du nicht wieder hochfahren kannst, ist natürlich. Ja. So sieht's aus. Ich weiß nicht mal, wo du bist in dem Ding. Bist du nach unten oder oben? Unten war er. Bist du reingekommen oder wie? Nee, aber ich sehe dein. Ach so. Dein. Eher unten. Dachte ich mir schon fast. Irgendwo, wo die komischen im Wasser hier draußen lauern. Ich möchte auch nichts von denen. Oh, ach du Scheiße! Das ist eine riesen Waffe hinter einem Kraftfeld. Ich will die Waffe haben. Hallo. The dark. Kann ich das zerstören? Ist das Wasser? Ist das Glas? Offenbar nicht. Oh, ich mag diese fette Laser-Uschi haben. Fremdartiges Gewehr. Achtung, jetzt kommt's gleich. Ich habe gerade eine Bildschirmübertragung gemacht, wenn du Interesse hast. Oder Kenny. Sieht krass aus, oder? Mhm. Ah, geil. Einmal einen Tipp rein. Es tut sich genau nichts. Ja, schön ein Schrank auch. Frag mich halt, wenn du. Du kommst jetzt nicht mehr zurück, aber eine violette Tafel. Ich hätte die dann einsetzen können. Mhm. Aber ich brauch da gerade so viel violette Tafeln. Ja. Weil der Eindruck für ihn ausgelegt ist, das ist ja die Sache. Fremdes Gerät. Welchen fand ich da? Okay, ja, klingt alles sehr positiv. Dieser komische in dem Wasser, dieser Rapper, der Schrepper, Mepper, Wepper, wie auch immer der da ausgesprochen wird, der hängt da mal noch. An diesem Fels. Der Rapper. Yo. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Okay. Jetzt sagen, dass da irgendwie eine Tür ist. Ich will halt auch nichts übersehen da irgendwie. Angst. Soll ich berühren? Mach doch. Boop.
Hey, du hast eine Hand. Der ist gefangen. Welcome to the Fallout, baby.